Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Seid ihr herzlich willkommen. Ich habe gestern verkündet, dass ich in Zukunft keine Tageshoroskope mehr veröffentliche. Die Gründe habe ich auch erklärt. Aber ich möchte nicht ganz von diesem Kanal verabschieden und ich bleibe bei Maya-Kalender. Die Mayas haben ein sehr präzise Kalendersystem ausgearbeitet und wenn wir danach leben, dann sind wir im Einklang mit der Natur, im Einklang mit den kosmischen Einflüssen. Heute am 18. März 2019. Wir befinden uns im 8. Frequenz oder Welle, man nennt auch Töne oder Schwingungen. Es dauert 13 Tage lang. Und in dieser Welle sind wir bis 24. März 2019. In diesen 13 Tagen bis 24. März sind wichtige Themen wie Sicherheit, Stabilität, Struktur, die um die Finanzen kümmern, das in Ordnung bringen, aber auch mehr Stabilität in die Beziehungen, auch bei zwischenmenschlichen Kontakten. Wir haben gerade die Entwicklungswege vor uns und suchen wir unseren Platz im Leben. Wir suchen unsere Bestimmung. Und das kann ich so vorstellen, wir sind gerade in einer Kreuzung. Und hier bleiben wir für einen Moment stehen und stellen wir die Frage, wie geht das weiter? In welche Richtung sollen wir gehen? Und das ist gerade unsere Lebensaufgabe. Oder die Frage stellen, was ist meine Lebensaufgabe? Gerade betrachten wir genau unsere Lebensumstände und treffen wir wichtige Entscheidungen. Bestimmen wir unseren Lebensweg und stellen wir die Fragen, wie geht das weiter? Wir werden die Hindernisse aus dem Weg räumen und wenn diese Hindernisse nicht mehr da sind, dann haben wir Glück, dann haben wir die Chancen, die Möglichkeiten auch für einen Aufstieg. Diese Energie ist auch eine Heilenergie. Die 18. März ist der 7. Tag in diesem Welle. Und der 7. Tag hat eine Verbindung mit der Zahl 7. Und so haben die Mayas das gezeichnet und das bedeutet mystische Kraft, weil das steht mit Mondenergie in Verbindung, eine göttliche Quelle. Außerdem bedeutet das für uns heute etwas bereinigen, etwas klären. Dann in Verbindung zu sein zu unserer Quelle, zu unserer Intuition. Und wir sollen uns inspirieren lassen und wir bekommen klare Erkenntnisse. Und heute wird uns etwas gespiegelt. Nicht nur die Zahl 7 zeigt es, sondern auch Esnapp. Esnapp ist die Kraftfeld heute. Übersetzt bedeutet Feuerstein oder Spiegel. Und das heißt, es wird uns heute etwas gespiegelt. Und wir sollen hier Erkenntnisse bekommen. Esnapp bedeutet auch, die beide Seiten die Medaillen anschauen. Auch Licht und Schatten, unsere Schattenseiten auch erkennen. Und durchtrennen diese Schleier. Esnapp steht mit Halbedelstein Obsidian in Verbindung in unserem Körper, mit unserem
Zunge, Zähne und unseren Finger. Mondenergie. Natürlich, die Mondkraft hat auch einen Einfluss auf unseren Tag. Und die Mondenergie steht mit Kan in Verbindung. Und Kan bedeutet gelbe Samen. Und das heißt, wir werden jetzt handeln. Wir werden diesen Samen einpflanzen. Wir starten etwas Neues. Und dazu eignet sich den heutigen Tag. Etwas starten, etwas einpflanzen, etwas Neues beginnen. Aber das braucht Entwicklung, das braucht Zeit zum Reifen. Und das ist dieses Wachstum. Und wenn wir beginnen zum Handeln, das trägt Früchte, weil das ist die Fülle und Fruchtbarkeit. Das war mein heutiger Maya-Kalender. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Seid ihr herzlich willkommen bei diesem kurzen Video, wo ich euch informieren möchte. Ich habe ein super tolles Angebot für euch und dieses Angebot ist gratis. Ihr braucht euch auch nichts verpflichtet fühlen für etwas. Das Thema ist Dualseelen, Dualseelenprozesse. Das, was ich wahrnehme in Praxis, dass viele von euch in diesem Dualseelenprozess drin steckt und ihr weiß nicht, wie das weitergehen soll. Warum ist es so? Das ist mal die erste Frage. Wie kommt ihr davon los? Oder hat es überhaupt einen Sinn in dieser Beziehung bleiben? Was sagt das alles aus? Und dafür habe ich ein Einführungsvideo gemacht, Einführungsvideo zum Verstehen, was das überhaupt ist, duale Seelen und was sagt es auch. Und diese Video werde ich nicht veröffentlichen. Das ist nicht für jede da, das ist nicht für jede geeignet, sondern wirklich für diejenigen, die in diesem Prozess drin sind, wo das wirklich interessiert oder möchten sich etwas verbessern. Und ich bitte euch, wenn ihr in diesem Dualseelenprozess drin seid oder interessiert euch dieses Thema, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratung oder Beratungsvideo jetzt in dem Sinne nichts zu tun. Diese Video ist wirklich kostenlos. Und ich möchte aber nur für diejenigen zugänglich machen, wo da wirklich ernsthafte Interesse zeigen. Und ich freue mich, wenn die Interesse besteht und ihr bekommt dann die Zugangsdaten, ihr bekommt den Link dazu und könnt ihr diese Einführungsvideo, diese Erklärungsvideo dann anschauen. Und damit möchte ich euch weiterhelfen. Ich bedanke mich für die Interesse, ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.